Und auf einmal ist ein Wahlkampf in 2014 und da taucht ein Kandidat auf, mit dem eigentlich hier kaum jemand gerechnet hat. Jetzt ist es so, es steht ja in deinen Unterlagen drin, dass du parteiloser Kandidat warst, aber ohne eine Partei, ohne eine Gruppierung wird man ja nicht mal eben Bürgermeisterkandidat. Es sei denn, man holt sich selber die Leute zusammen und macht die Listen fertig und dann geht das auch. Aber ein schwerer Weg. Ne? Wie ist das zustande gekommen? Weil du warst ja, sagen wir mal, jetzt mehr ein Verwaltungsmensch. Man hat mit vor allen Dingen nicht in einer politischen Ebene, so, man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass da der Wilfried Holberg auf einmal kommt und sowas machen möchte. Nee, da oder er, sollte. Da hat er selber auch nicht mitgerechnet. Ja. Das war, erzählst du uns jetzt? Das war sehr überraschend. Also ich habe zu der Zeit mit hohen Zufriedenheitsgraden, mit einer großen Zufriedenheit und auch nicht ganz ohne Erfolg beim Oberbayerischen Kreis in der Wirtschaftsförderung gearbeitet. Oberbergischer Kreis ist ein Industriestandort mit über 44% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im produzierenden Gewerbe in der Industrie arbeiten. Das ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Bestimmte Dinge passieren im Oberbergischen Kreis besser als an anderen Stellen, Metallverarbeitung zum Beispiel, aber eben auch Kunststoffverarbeitung. Und ich hatte seinerzeit vom Landrat den Auftrag bekommen, versuche doch bitte mal diese vielen qualifizierten Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie zu einem Cluster, zu einem Netzwerk zusammenzufügen im Oberbergischen Kreis. Das war eine Aufgabe, von der ich überhaupt nicht wusste, wie fängt man das an und wie hört man da auf überhaupt. Am Ende ist aber gelungen, als ich den Oberbergischen Kreis verlassen habe, da gab es dieses Netzwerk dann bereits über 6 Jahre mit ungefähr 40 Mitgliedsunternehmen und einer nennenswerten, ja, einem nennenswerten Stand auch in Nordrhein-Westfalen. Aus dieser Aufgabe wurde ich an einem geselligen Abend bei mir zu Hause in Lümmrich mit ein paar Bergneustädter Freunden, zugegeben schon nach der, ich glaube, war die dritte Flasche Rotwein schon, die beim Essen, ne? Also nicht nur so getrunken worden war, kommt mein alter Freund und früherer Oberkreisdirektor Herbert Mohr mit der Frage um die Ecke, sag mal, kannst du dir vorstellen, als Bürgermeister in Bergneustadt zu kandidieren? Ja, da bin ich mal erst aus dem Sessel gerutscht, weil mit so einer Fragestellung hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, weil da kann man nicht mit rechnen, dass so... Man zumindest nicht nüchtern. Weil mit so einer Fragestellung konfrontiert wird. Ja, und dann gab es ein bisschen erklärende Worte, warum, wieso und weshalb. Das Wachwerden am nächsten Tag, das war irgendwie auch noch so, dass ich meine Frau gefragt habe, stimmt das wirklich, was wir da gestern Abend so besprochen haben? Ja, das stimmte tatsächlich. Wir haben dann mit der Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Frau lange hin und her überlegt. Ich habe mich selber sehr intensiv gefragt, ob ich denn überhaupt eine Befähigung dazu hätte, was mich denn überhaupt qualifizieren würde zum Amt des Bürgermeisters. Und ganz nüchtern betrachtet waren das dann die Aspekte, als Ingenieur aus einem technischen Beruf zu kommen, also sozusagen auch die Grundlagen von Technik in der Verwaltung zu verstehen. Ich war 10 Jahre Personalratsvorsitzender, habe alle Bereiche des Personalmanagements kennengelernt. Ich habe leider Gottes auch mit allen Konflikten zu tun gehabt, die man in einer Verwaltung, in einem Arbeitsbereich haben kann. Da geht es schon von Alkoholmissbrauch bis Höhergruppierung, von sexueller Belästigung bis außerordentliche Kündigung. Da ist alles drin, was ein Arbeitsleben auch schwierig macht. Mit dieser Erfahrung und dann halt eben die Wirtschaft des Oberbergischen Kreises nicht ganz schlecht zu kennen, weil da hatte ich eben 7 Jahre gearbeitet und hatte insofern einen sehr guten Draht auch in die mittelständische Wirtschaft. Das kann ich auch heute noch so behaupten. Ja, und diese 3 Aspekte waren dann für mich unterm Strich durchaus nicht ungeeignet, um vielleicht eine Qualifikation zu haben für dieses Amt. Außerdem mag ich Menschen, ich bin sozusagen, ja, ohne Gesellschaft, ohne untereinander geht es eigentlich nicht im Leben. Ich glaube, dass ich ganz ordentlich und auf Menschen zugehen kann, mit Menschen zurechtkomme. Ja, und alles das war am Ende dann
so entscheidend zu sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, wie machen wir das denn jetzt überhaupt? Und dann komme ich auf deine Gedanken zurück. Das wird man ja als Parteiloser, muss man selber schon was dafür tun, damit man Kandidat werden kann. Und dann ging es tatsächlich auch darum, ich glaube, über 360 Unterschriften zu sammeln, die mich als Kandidaten überhaupt erst Kandidat werden ließen. Und es gab die Aussage zweier Parteien im Stadtrat der Stadt Berg-Neustadt, mich zu unterstützen als Kandidat. Ich hätte mir gewünscht, durchaus von allen Parteien unterstützt worden zu sein, weil als Parteiloser gehe ich schon an eine solche Sache ran und sage mir, wir müssen in Berg-Neustadt keine Parteipolitik machen. Hier gibt es Aufgaben, hier gibt es Menschen und eine Gesellschaft und für die müssen wir arbeiten. Und zwar am besten alle zusammen. Leider ist das nicht gelungen, das wäre auch sicherlich etwas zu viel verlangt gewesen. Letztlich bin ich dann mit der Unterstützung der Partei der SPD und von Bündnis 90 Die Grünen als Kandidat, als einer von vier, von fünf in den Wahlkampf gezogen, wenn man das so nennen darf. Vielleicht sind wir uns unter dieser Zeit auch begegnet, sehr wahrscheinlich irgendwo mal am Markt oder an sonst einer Stelle. Ja, und dann hat es dazu geführt, dass im ersten Wahlgang mit den meisten Stimmen mein Mitbewerber und Freund Christian Baumhof und ich als die beiden meistbestplatzierten hervorgegangen sind und in der Stichwahl dann sozusagen ich dann mit fast 10% Stimmenabstand zum Bürgermeister gewählt worden bin. So ist in ganz kurzen Sätzen die Geschichte und ich kann Ihnen sagen, wir haben da echt schwierige Jahre jetzt hinter uns und es macht mir trotzdem Freude, für Sie zu arbeiten. Ich fühle mich sehr wohl bei Ihnen, unter euch allen. Ja, und insofern ist das schon, ich finde es passend so. Für mich ist es gut, dass es so ist. Und wir schauen mal nach 6 Jahren, ob es für die Bürger und Berg-Neustadt. Ich habe gefragt, ob die Freude in diesem Amt so groß war, dass du vielleicht in 2 Jahren ist das, ne? Ja, 2020 nochmal darüber nachdenkst, nochmal zu kandidieren. Spielt übrigens eine ganz große Rolle mit unserem Lied heute zum Schluss. Ja. Allerdings. Ganz wichtiger Zusammenhang, merken, bis nachher. Ne? Okay. Ja, also die Entscheidung, mich der ersten Wahl zu stellen im Jahr 2014, die ist nicht von ungefähr gekommen. Ich habe natürlich mit meiner Familie und meiner Frau insbesondere ein bisschen über unsere Lebensplanung nachgedacht. Und ich werde im Jahr 2020 65 Jahre alt. Dann bin ich an der Schwelle zum Rentenalter, was ja nichts darüber aussagt, ob man vielleicht noch länger arbeiten kann oder nicht. Aber ich habe meiner Frau versprochen, dass ich für eine Wahlperiode zur Verfügung stehe und danach wir gemeinsam, ja, das nennt man glaube ich Lebensabend, also vielleicht in die Rente gehen und viel Zeit haben, schöne Dinge zu tun. Das ist mein Versprechen soweit und man soll ja Frauen sowieso nicht, aber die eigene Frau schon mal gar nicht enttäuschen. Deshalb steht dieses Versprechen nach wie vor. Jetzt kommt aber trotzdem ein Aber. Ich habe natürlich festgestellt, dass das schon sehr, sehr, sehr spannend ist, was ich machen darf hier für Sie mit Ihnen gemeinsam. Das ist das eine. Und dass es nicht gelingt in 6 Jahren, denn so lange ist meine Amtsperiode, große Dinge zum Ende zu bringen. Da braucht man mehr als 6 Jahre für. Das ist ein Erfahrungswert jetzt, das wusste ich vorher auch nicht so. Ich sage jetzt mal, dieses Großprojekt, die neue Mitte Berg-Neustadt, das alte Müller-Areal, das zu beflügeln, das ist jetzt sozusagen die Entscheidung, dass es da hinkommt, die ist jetzt 1,5 Jahre alt und man sieht noch nichts. Man sieht überhaupt noch nichts. Also Projekte dieser Größe, 10 Millionen, das braucht einen Moment, bis das wirklich sichtbar wird. Und vor diesem Hintergrund gibt es für Berg-Neustadt noch eine Menge Dinge zu tun, die längeren Vorlauf brauchen. Wir reden da zum Beispiel über die Bereitstellung von neuem Wohnraum. Der Bebauungsplan im Sülemicker Feld in Wiedennest, südlich der Bahnhofstraße. Das müssen wir in Angriff nehmen. Das ist ein riesen brachliegendes Wohnfeld, wo im Grunde genommen schon eine Bauplanung vorliegt. Wir nur nicht wussten, wie kriegen wir die Entwässerung hin. Jetzt ergibt sich über den Ausbau der Bahnhofstraße eine Möglichkeit dazu. Also das sind so Sachen, die brauchen
ein, zwei, drei Jahre, bis die überhaupt richtig am Laufen sind. Also zumindest noch eine zweite Wahlperiode. Und ich bin noch am Erläutern, warum. Also das ist tatsächlich so, dass es mehr Zeit brauchen würde als 6 Jahre, um noch Dinge an Weg, an den Start zu bringen. Und ich habe einfach eine Menge Ideen noch. Ich kann mir eine Menge noch vorstellen, was Berg Neustadt vielleicht ein bisschen mehr noch zukunftsfähig macht. Jetzt kommt aber eine Komponente dabei, Frau Weiner, Sie sehen mir das nahe, aber ich muss das einfach sagen, was mir wirklich ganz, ganz schwer fällt zu verstehen, ist, warum der Rat der Stadt Berg Neustadt nicht in der Lage ist, so zusammenzuarbeiten, dass wir die wesentlichen Dinge gemeinsam hinkriegen. Das stört mich massiv. Ich muss das einfach so sagen, ich kann da aus meinem Herzen keine Mörderprobe machen. Das strengt unglaublich an, bindet unglaublich viel Kraft. Und ich habe wirklich kein Verständnis dafür. Es heißt ja nicht, dass man nicht politisch unterschiedlicher Auffassung sein darf. Aber wenn es Dinge ist, wo alle erkennen, Mensch, das ist was für Berg Neustadt, dann müssen wir uns da unterhaken und sagen, das kriegen wir gemeinsam hin. Das hindert mich daran, tatsächlich mit dem Gedanken zu liebäugeln, vielleicht doch nochmal mich 5 Jahre zu stellen. Allerdings muss man auch sagen, Bürgermeister mit 70 Jahren am Ende, Leute, das ist auch nichts. Ne? Adenauer hat mit 72 angefangen, ne? Und ein zweites Mal kann ich mich sogar mehr ernst nehmen. Der Michael wird 70. Ja, stell dir vor, ich werde 70. Michael, klar. Ich starte nochmal richtig durch. Dann müsst ihr euch, um sowas auch weiter fortzuführen. Ja, ich danke sehr für Ihre moralische, inhaltliche Unterstützung. Ich bitte einfach um Verständnis, da kann ich natürlich heute jetzt, ich sage es Ihnen nur so, wie es ist. Ich bin von Anfang an immer ehrlich geblieben. Sie hören von mir die schönen Dinge, aber auch die nicht schönen Dinge. Wir müssen einfach offen und ehrlich miteinander umgehen, sonst kommen wir nicht parat, ne? Sonst kommen wir nicht klar miteinander. Ja, und ich weiß das einfach, Michael, ich kann es noch nicht sagen, aber es ehrt mich sehr, dass überhaupt daran gedacht wird, dass ich das tun könnte für weitere 5 Jahre. Das ehrt mich schon sehr.